Bei der Hitze fein, ihr wirft den Schott. Von Frauen, wie immer. Ja. Du hinten der Haue, ja. Mann, das ist was. Die Viecher kennen von da, ja? Ja, geschätzte Gäste und Freunde der Agrargemeinschaft Marienberg Alm, liebe Freunde und Gäste. Ich möchte es Edmund danken und das ist besonders in Vermohler lösen. Luisi, du hast halt so, du darfst ruhig aufstehen, du hast das verdient. Du hast halt so das letzte Monat, du bist gesundheitlich nicht mehr ein bisschen benannt, aber für die Alme hast du ein Leben lang dich bemüht. Du warst das einzige, sage ich, der heutige Zeitträger vor der Funkstation zwischen Marienberg und Barwies für all deine Leistungen. Das hat so eine macht man separat. Ein kleines Dankeschön seitens Wings, Herr Kaub. Und Luisel, auch danken möchte ich dir heute so überhaupt für das ganze Engagement, auch seitens der Gemeinde, glaube ich, das darf ich so, wo du ein Leben lang ehrenamtlich in dieser Gemeinde gemacht hast. Recht herzlich für das. Jetzt darf ich aber weitergehen, wo es mir also ein großes Anliegen ist. 40 Jahre Howard und Annemarie. Also wie ich schon einmal bei einer Messreihe gesagt habe, ich möchte natürlich nicht zu lang werden. Der Howard und die Annemarie, die sind länger rein wie ich alt bin. Ein
am Marienberg. Und das gibt natürlich schon zum Nachdenken. Es ist so, ich bin gekommen, aber es gerne nur da war. Aber heute auch durch ich nur noch. Und natürlich auch vor allem. Heute hier zu sein und so viele Leute beim Almabtrieb zu sehen. Der Sommer ist aus, ich muss so gut in das Tod. Für die Gottheit, wir beäumen, für die Gott tausend. Kämmen heute die Leute zusammen, einmal weg.